und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Judith Jelena. Wir werden heute gemeinsam einen IKEA-Hack umsetzen und am Schluss einen wunderschönen Coffee-Table mit Stauraum haben. Dieser IKEA-Hack ist momentan ein absoluter Trend auf den sozialen Medien und deshalb möchte ich das heute mit euch testen. Online gibt es viele ähnliche Tische, die liegen alle so um die 150 bis 350 Euro. Für unseren DIY-Tisch habe ich nur 38 Euro ausgegeben. Ich bin natürlich erstmal zu IKEA geflitzt und folgende Produkte durften in meine Einkaufstasche. Als erstes habe ich zweimal das Tablett für die Armlehne Rödeby, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, eingepackt. Außerdem durfte die Drehplatte Snudder mitkommen und den Übertopf Nippon oder Nippon. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie man die Sachen ausspricht. Da ich den Tisch für das neue Restaurant von meinem Freund machen werde, habe ich von ihm passend dazu farblich einen grünen, das ist so ein tannengrünen Lack bekommen. Ihr könnt das aber natürlich auch einfach in Natura lassen. Also das ist ein Holz natürlich auch sehr schick. Und außerdem gibt es die Armlehnen bei IKEA auch noch in Schwarz. Also mein Freund hat mir jetzt so einen Acryllack gegeben, der wohl schnell trocknend sein soll. Und die Farbe finde ich schon mal richtig genial. Ich habe jetzt dafür einfach so einen Lackpinsel. Und übrigens ein ganz toller Trick, damit ihr die Dose hier an den Seiten nicht so voll macht. Einfach einen ganz normalen Gummi drumherum spannen. Und dann könnt ihr da die überflüssige Farbe abtropfen. Ich habe das Holz jetzt übrigens vorher nicht irgendwie abgeschliffen oder so, aber mit dem Lack sollte das eigentlich trotzdem gut halten. Wir werden sehen. Und während die Farbe jetzt von dem ersten trocknet, habe ich jetzt das zweite ausgepackt. Es ist nämlich so, dass es kommt natürlich darauf an, welchen Topf ihr als Unterlage nehmt. Ich habe ja jetzt den hier und das passt nämlich nicht ganz einmal rum. Also bedeutet, wenn ihr das so rumlegt, dann haben wir hier noch eine kleine Lücke und deswegen müssen wir jetzt hier nochmal zwei solche Teile abschneiden. Die können wir dann nachher nämlich einfach noch dazu kleben. Da es ja hier innen mit so Stoff nur festgemacht ist, kann man das tatsächlich ganz einfach mit einer Küchenschere abschneiden. Und falls ihr euch jetzt wie ich denkt, oh Mann, da ist so viel Material übrig, ich habe schon richtig coole andere Ideen, was ich daraus machen könnte. Das ist richtig, richtig schön. Und die zwei Teile, die ich jetzt hier abschneide, die streiche ich dann auch einfach gleich noch grün. Ich habe das jetzt eine Stunde trocknen lassen und damit ist das auch oberflächlich schon trocken, bis es ganz ausgetrocknet ist, dauert es 12 Stunden, aber wir können jetzt schon anfangen zu kleben. Und ich verwende jetzt hier ganz professionell einen Montagekleber, den habe ich tatsächlich extra noch gekauft, verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox. Und damit kleben wir jetzt sozusagen diese Holzteile an unseren Topf. Ich mache das jetzt hier einfach direkt auf diesen Topf und dann kann ich das nämlich hier nach und nach dann hier dran kleben. Ihr könnt überlegen, ob ihr wollt, dass der Topf unten sitzt oder ob er oben sitzt. Ich werde es jetzt so machen, dass er... wo möchte ich es denn? So viel zu, es ist schon trocken übrigens. Gut, dass ich hier noch eine Unterlage verwende. Also ich werde das jetzt hier oben bündig abschließen, weil ich finde, das ist ein bisschen einfacher, als wenn ich das da unten hin mache. Dann kann ich das hier nämlich immer so ein bisschen verschieben. Okay, Planänderung. Ich habe es jetzt doch hingestellt, weil so geht es dann tatsächlich natürlich viel einfacher. Und ich glaube, es hat dann auch einen besseren, besseren Halt, weil der Topf ja dann auch nochmal auf dem Boden steht. Und so kann man das dann eben perfekt dran drücken. Oh, das sieht schon richtig cool aus. Jetzt habe ich nur ein Problem, weil diese zwei passen hier doch nicht wirklich rein.
Und deswegen, also wenn man das weiter auseinander macht, ist es blöd, weil dann ist es nicht mehr ganz rund. Und eins ist zu wenig. Und deshalb überlege ich jetzt gerade, dass ich das hier einfach festklebe erstmal. Und dass ich das Teil hier dann so drüber klebe. Das ist jetzt natürlich keine optimale Lösung. Aber ich habe jetzt auch keine Säge oder sowas da. Ja gut, hilft ja nichts. Der Pfuscher war am Werk, aber ich finde es tatsächlich nicht so schlimm. Also perfekt wäre es natürlich, wenn man das eine in die Hälfte sägen würde. Dann würde es perfekt passen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt keine Säge und deshalb klebe ich das jetzt hier einfach drauf fest. Ja, ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwie noch eine andere Idee habt, wie man es perfekt lösen könnte. Ich weiß, sägen. Man muss es sägen, dann ist es super. Aber wir warten jetzt mal ab. Wir gucken mal, wie das dann gleich aussieht. Ich finde das ja nicht so wild. So, und damit das jetzt auch wirklich gut alles zusammenhält und trocknet, binde ich hier jetzt einfach nochmal Schnüre drum und das lasse ich dann einfach über Nacht so stehen und lasse das wirklich gut trocknen. New Day, New Outfit. Ich habe das Ganze jetzt tatsächlich fast 2 Tage austrocknen lassen und es sieht richtig, richtig cool aus. Ich finde, das hier fällt kaum mehr auf. Ich werde hier einfach nochmal ein bisschen mit dem Lack drüber streichen. Und ansonsten können wir das jetzt hier auch abmachen. Und dann kommt nur noch der letzte Schritt. Und zwar legen wir unsere Platte hier drauf. Und das war schon das ganze Zauberwerk. Also das ist unser fertiger Coffee Table. Das Coole ist, dass wir hier jetzt eben auch Stauraum drin haben. Heißt, wir können da Decken oder irgendwas reinlegen. Und dann können wir den hübsch verzieren und hinstellen. Ihr könnt natürlich auch einen anderen Topf nehmen. Ihr müsst wirklich nur darauf achten, dass der gerade ist, damit ihr hier eben ein gerades Tischbein habt. Und er sollte nicht zu schmal sein, weil sonst fällt er nämlich um, wenn ihr da irgendwas draufstellt. Der Tisch ist richtig, richtig schön geworden. Vor allem, weil das wirklich ein super einfaches und auch schnelles DIY. Wenn es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns schon bei der nächsten Idee wieder.